Herzlich willkommen zum Online-Vortrag der Fußchirurgie. Mein Name ist Heike Ketterer. Ich bin seit 3,5 Jahren Oberärztin in der Sana-Klinik und bin seit ca. 20 Jahren in der Fußchirurgie tätig und möchte Ihnen heute etwas über die Vorfußchirurgie und die Behandlung von Vorfußfehlstellungen erzählen. Die Vorfußbeschwerden sind die häufigsten Gründe für die Vorstellung in unserer Fußsprechstunde. Die Sprunggelenke und Rückfußbeschwerden sind etwas seltener. Es gibt viele verschiedene Fehlstellungen im Vorfuß. Die häufigste und die am häufigsten behandlungsbedürftigste ist der Spreizfuß. Deshalb wollen wir uns heute damit etwas näher beschäftigen. Die Komponenten des Spreizfußes sind zum wichtigsten der Hallux valgus. Das ist die häufigste Zehendeformität. Meistens ist es Veranlagung. Das sieht so aus, dass die Großzehe bei dieser Fehlstellung im Grundgelenk nach außen abweicht und etwas nach innen verdreht ist und im Verlauf dieser Erkrankung etwas zunehmend ist in der Fehlstellung, da die Sehnen auch in die falsche Richtung ziehen. Die Fehlstellung tritt fast immer beim Rheumatiker auf und es ist in der Regel nicht so, dass das falsche Schuhwerk dafür verantwortlich ist, dass die Zehen abweichen in der Stellung, sondern das Schuhwerk verschlechtert eben nur diese Fehlstellung und führt zu Beschwerden. Das sieht dann im Bild so aus. Wir haben, wie man hier schön sieht, die Innendrehung beider Großzehen und eben diesen markanten Hallux valgus mit dem herausragenden Grundgelenk hier an dieser Stelle. Im Röntgenbild sieht man das auch sehr schön, dass der Knochen im Prinzip hier im Grundgelenk gegen die Haut drückt, was dann diesen schmerzhaften Ballen verursacht. Und wir haben die Sehnen, die in die falsche Richtung ziehen, sobald der Großzeh abweicht. Hier nochmal im anatomischen Bild. Die Großzehe wird durch diese beiden Sehnen hier, zeige ich Ihnen auf dem Bild, und die Beugesehne einfach nach außen weggezogen. Als zweite Fehlstellung haben wir Krallenzehen. Die Krallenzehen finden wir vor allem an den Kleinzehen. Wir haben eine maximale Beugung im Zehenmittelgelenk und eine Überstreckung im Grundgelenk. Kompensiert wird das Ganze durch die Sehnen. Die Sehne versucht in die Richtung zu ziehen, schafft aber nur eine noch stärkere Beugung. Und dann haben wir nachher dieses Bild an der Zehe. Oft verwechselt wird das Ganze mit einer Hammerzehe. Die Begriffe werden gerne auch mal gleichzeitig verwendet. Wir haben eine fixierte maximale Beugung im Endgelenk und wir haben häufig Druckschmerzen hierdurch an den Zehenspitzen. Das sieht im Bild dann so aus, dass die Fehlstellung im Endgelenk besteht und dann an der Zehenspitze schmerzhaft ist und auch zu Nagelveränderungen führen kann. Im Patientenbild sieht man hier sehr schön diese Fehlstellung der zweiten Zehe, auch noch durch die Fehlstellung der Großzehe forciert. Seitlich reitet der zweite Zeh richtig über der großen Zehe. Die letzte Zehenfehlstellung, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist der sogenannte Taylor's Bunion, der Schneiderballen oder Kleinzehenballen. Das ist im Prinzip das gleiche wie der Hallux valgus, nur an der fünften Zehe. Hier weicht der fünfte Mittelfußknochen nach außen ab und die Kleinzehe schiebt sich nach innen. Das sieht dann so aus, dass wir die schmerzhafte Stelle an der fünften Zehe am Grundgelenk außen haben. Klinisch am Patienten sieht man hier sehr schön, wie der Ballen am Kleinzeh sich vordrückt und dadurch schmerzhaft ist. Nochmal näher ran gezoomt haben wir das hier. Das, was am häufigsten zum Besuch beim Orthopäden oder beim Unfallchirurgen führt, ist der Mittelfußschmerz, die sogenannte Metatarsalgie. Es ist keine eigentliche Fehlstellung. Manchmal finden wir eine Überlänge der Mittelfußknochen 2 bis 5 oder bis 4, sondern das abgesunkene Fußgewölbe, der sogenannte durchgetretene Fuß, ist verantwortlich für die Beschwerden. Wir laufen im Prinzip auf den Mittelfußköpfchen und das Polster, das Fettpolster des Ballens, verschwindet. Im gesunden Fuß haben wir einen Querschnitt, der so aussieht, dass wir eine quasi Wölbung haben und der Federweg beim Auftreten ist hier durch die Pfeile gekennzeichnet. Im
Spreizfuß liegt der gesamte Mittelfußknochen auf dem Boden auf und hier haben wir keine Federung mehr, sodass der Mittelfußschmerz entsteht. Beim Rheumatiker ist es hier mal schematisch dargestellt mit einer extrem vermehrten Beschwielung unter den Mittelfußköpfchen 2 bis 5. Ich habe gedacht, das sei nur gemalt und es würde es in dieser Form nie geben, bis ich dann diesen Patienten gesehen habe, der wirklich diese schwerste Schwiele da unten hat und auch am fünften Mittelfußknochen eine Beschwielung hat. Und hier droht wirklich schon der Infekt durch dieses Loch im Fuß. Nächstes Problem beim Mittelfußschmerz ist auch die Nervenversorgung. Hier sehen wir das mal im anatomischen Bild. Die Nerven laufen zwischen den Mittelfußköpfchen vor zu den Zehen. Und an dieser Teilungsstelle der Nerven, dieses Y, was man hier sieht, entwickeln sich gerne mal durch die Quetschung zwischen den Köpfchen Nervenknoten, die nennt man dann Mortonneurome. Manchmal sind es auch gar keine Schwellungen, sondern einfach nur geärgerte Nerven, die zu den Beschwerden führen. Hier habe ich eine Patientin, die alles aufweist, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe. Ein Hallux valgus, Überlänge der Mittelfußknochen, kleine Hammer- oder Krallenzehen, beides in diesem Fall der zweiten und dritten Zehe beidseits und wunderschön lackierte Fußnägel. Das gleiche im Röntgenbild sehen wir hier schön die Überlänge der Mittelfußköpfchen, den abweichenden Großzeh und auch im seitlichen Bild die Beugung in den Mittelgelenken. Der Vollständigkeit halber noch ein häufiges Problem, der sogenannte Hallux rigidus. Kommt auch häufig in der Fußsprechstunde bei uns vor, die Arthrose im Großzehengrundgelenk. Es gibt meistens eine schmerzhafte Knochenausziehung, eine sogenannte Exostose am Oberrand des Großzehengrundgelenkes und nach innen weg. Das führt zu Druckschmerz im Schuh. Wir haben einen schmalen oder aufgehobenen Gelenkspalt, der dann zu einer Bewegungseinschränkung führt. Die Patienten können nicht mehr abrollen oder haben Schmerzen beim Zehenstand, wenn sie sich mal nach oben bewegen müssen. Die Gelenkschleimhaut entzündet sich und wir haben im Endeffekt ein solches Bild, wo der Großzeh im Grundgelenk sehr verbreitert ist. Hier nach oben diese Ausziehung ist im Schuh natürlich schmerzhaft. Klinisch sieht das dann so aus, dass wir hier diese schmerzhafte Knochenausziehung mit Schleimbeutelentzündung oben drüber haben. Der Körper versucht das abzupolstern und im Röntgenbild haben wir hier diese Gelenkspaltverschmälerung, die man sehr schön sieht, und eben die Ausziehungen nach innen und außen. Kommen wir zur Therapie der Vorfußfehlstellung, insbesondere des Spreizfußes und auch des Großzehengrundgelenks Arthrotikers. Wir können versuchen, mit Physiotherapie ein wenig Linderung zu verschaffen, insbesondere durch Traktion, durch Ziehen an den Zehen kann man die Beweglichkeit etwas verbessern. Kann man selbstständig durchführen oder auch durchführen lassen. Wir können die verkürzten Sehnen dehnen. Wir sollten nie vergessen, die Unterschenkelmuskulatur und auch die Oberschenkelmuskulatur mitzudehnen, weil durch eine verkürzte Wadenmuskulatur natürlich die Belastung auf den Vorfuß durch die Spitzfußhaltung viel, viel höher ist. Mobilisieren ist wichtig und die Kräftigung der Muskulatur, die insbesondere die Beugung fördert und die Rückfußmuskulatur, die Stabilität erfasst. Das kann man spielerisch machen, man kann versuchen, irgendwas aufzuheben, man kann, wir haben das hier in den Schulen auch durchgeführt, man kann Becher voll füllen mit Wasser, umlagern, stapeln, ähnliches tun oder man geht zum Physiotherapeuten, lässt mobilisieren oder mobilisiert selbstständig. Sicherheitsübungen, Stabilisierungsübungen ist dieses propriozeptive Training. Wenn ausstrahlende Schmerzen in die Beine bestehen oder auch Nachtschmerz besteht, denken wir immer noch an Beschwerden, die vom Rücken zum Beispiel kommen. Wir können, wie besprochen, das Ganze mobilisieren. Wir können auch mit Tapes, das ist mittlerweile ja sehr en vogue, auch bei Sportlern, arbeiten. Für mich ein großer Vorteil dieser Tapes, hier sehen wir es ganz schön, schön bunt, ist, dass die in Strümpfen im Schuhwerk nicht viel Platz einnehmen. Im Gegensatz zu den Orthesen, die ich Ihnen gleich noch zeige, kann man das natürlich den ganzen Tag tragen und dann täglich wechseln. Die Orthesen sind mit Vorsicht zu genießen. Sie werden sicher keine bestehende Fehlstellung eines Hallux valgus komplett korrigieren. Im Jugendalter kann man versuchen,
Fehlstellungen zu verbessern. Manchmal lindern sie Beschwerden oder sie verhindern, dass es eine schnelle Progredienz gibt, also dass diese Fehlstellung schnell fortschreitet. Zum Beispiel diese Orthese hier zieht den Großzeh in die richtige Drehung und in die bessere Korrekturposition. Von unten haben wir hier noch so eine kleine Pelotte drunter, die auch den Mittelfuß etwas anhebt. Aber eine endgültige Korrektur eines Hallux Valgus können wir hier nicht unbedingt erwarten. Problem beim Spreizfuß ist, dass wir meistens gleichzeitig noch einen Knickfuß dazu haben. Die Patienten oder überwiegend Patientinnen sind etwas instabil in der Fußwurzel und der Fuß knickt im Prinzip auch im Rückfuß nach innen weg. Dadurch dreht erst der Vorfuß in die falsche Richtung und dieser Hallux Valgus entsteht. Das Fersenbein ist in die andere Richtung verdreht, sodass wir im Prinzip den ganzen Fuß dann behandeln müssen, zumindest konservativ. Also ohne die Korrektur des Knickfußes können wir den Spreizfuß nicht korrigieren. Wie machen wir das? Man sollte mit einer Einlage therapieren, um das hier zu erreichen, dass der Mittelfuß in der Fußwurzel nach oben gezogen wird und derotiert, also entdreht wird. Nochmal hier im Kernspinnbild. Wir wollen diesen Unterschied überwinden, vom Rot zu Grün kommen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Seitlich wollen wir auch eine Korrektur erreichen. Es gibt Bandagen, die das versuchen, indem sie einfach, so wie beim Tapen auch, den Fuß in die richtige Richtung ziehen. Oder, wie gesagt, Einlagenversorgung. Ich bin ein großer Freund von Einlagenversorgung, vor allem zur Knickfußaufrichtung. Die Einlagen sollten individuell gefertigt werden, insbesondere zum Beispiel bei einem Orthopädie-Schuhmacher, nicht im Internet bestellt werden oder ähnliches. Man macht normalerweise immer noch einen Trittschaumabdruck oder einen 3D-Scan und im Idealfall auch noch eine Fußdruckmessung oder Ganganalyse. Und dann wird eine individuelle Einlage gefertigt. Die sollte meiner Meinung nach eine langsohlige Einlage sein. Es gibt auch halbe Einlagen, die dann nur den Großzeh unterstützen oder auch nur bis zur Fußwurzel gehen bzw. den Rückfuß korrigieren. Ich denke, dass die langsohligen am besten sind. Sie sehen hier an der Vielfalt, dass es sehr, sehr, sehr individuell anzufertigen geht und je nachdem, was der Patient braucht, sollte der Schuhmacher entscheiden und der Orthopäde, der die Verordnung ausstellt, was das Richtige für den Patienten ist. Hier haben wir zum Beispiel einen extremen Knickfuß, der durch die Einlage aufgerichtet ist, sodass sich dann auch der Vorfuß stabilisieren kann und vielleicht sogar die Hallux Valgus Fehlstellung etwas korrigiert werden kann. Zusätzlich unterstützen kann man natürlich mit einer Schuhzurichtung arbeiten. Das ist nicht ganz so einfach für die Maßschuhversorgung. Man will ja im Konfektionsschuh auch mal den Schuh wechseln. Deshalb ist man hier etwas mehr schuhgebunden. Die Konfektionsschuhe sind mittlerweile auch schon darauf ausgerichtet, dass die Sohle relativ stabil ist und der Fuß gut gestützt wird. Hier zum Beispiel ein gängiger Sportschuh mit einer stabilen Sohle, Unterstützung des mittleren Fußbereiches und auf der Innenseite eine Aufrichtung und eine extrem stabile, etwas verbreiterte Sohle. Sollte dies alles nicht reichen und trotzdem der Spreizfuß, der Knickfuß zu Beschwerden führen, muss man darüber diskutieren, ob vielleicht sogar eine OP-Indikation besteht. Das ist das, was die Patienten in der Regel in unsere Sprechstunden führt. Wir klären dann, ob es wirklich so ist, dass eine Operation vonnöten ist. Indikationen für Operationen sind zum Beispiel häufige Schmerzen, schnell zunehmende Deformitäten, Druckstellen, vor allem am Großzehenballen, zum Beispiel auch mit offenen Wunden, die reitende zweite Zehe, die dann zu Druckstellen führt, gerne auch mal im Schuh Probleme machen kann und einen Mittelfußschmerz mit deutlicher Hallux Valgus Fehlstellung. Bei Jugendlichen mit einer Hallux Valgus Fehlstellung sind wir etwas großzügiger im Aussprechen einer OP-Empfehlung, weil der juvenile Hallux Valgus, also der jugendliche Hallux Valgus, etwas schneller zunimmt, da das Gelenk sehr schräg steht. Wenn wir zum Beispiel einen solchen Patienten sehen, da kann man sich vorstellen, dass das im Schuh zu Beschwerden führt, und zwar sowohl über dem zweiten Zeh als auch am Großzehenballen. Und hier haben wir noch das Problem, dass der Großzeh auch
barfüßig schon die zweite Zehe kompromittiert und hier zu Druckstellen führt. Auch hier, das Bild habe ich vorhin schon mal gezeigt, wissen wir schon am Foto, dass das zu Beschwerden führen muss. Wenn man das Röntgenbild betrachtet zu dem Fuß auf der linken Seite, dann sehen wir, wie hier der Konflikt auch knöchern dargestellt ist. Wir haben schon eine leichte Arthrose im Großzehengrundgelenk und das gehört korrigiert. Hier nochmal auch die Abweichung der zweiten Zehe im Mittelfußgelenk, Grundgelenk. Das wird der Patient ohne Operation nicht lange durchhalten. Es gibt bei Operationen natürlich Kontraindikationen, wenn die Gefäße verschlossen sind, wenn keine Durchblutung da ist. Beim sogenannten Charcot-Fuß, beim schweren Diabetiker mit Druckstellen, mache ich ein Fragezeichen dahinter, weil wir mit kleinen Operationen bei diabetischen Füßen auch gute Erfolge hinsichtlich der Druckstellenentwicklung haben. Wenn jemand nicht OP-fähig ist, brauchen wir nicht diskutieren, das ist eine Kontraindikation. Relative Kontraindikation für mich ist zum Beispiel auch der Nikotinabusus. Ich hoffe, dass die Patienten meistens einsichtig sind und das Rauchen in der Zeit der Knochenheilung unterlassen. Die Studienlage zeigt, dass die Knochenheilung mit Nikotinabusus deutlich schlechter ist. Wenn die Patienten nicht das tun, was nach der Operation sinnvoll ist, das kann man leider vorher nicht immer genau sehen, ob das so ist, dann ist es prinzipiell auch eine relative Kontraindikation. Und wenn der Fuß an verschiedenen anderen Stellen furchtbar schief steht, dann sollte man diese anderen Fehlstellungen zumindest mit adressieren in der Korrektur. So, beim Spreizfuß, was machen wir jetzt operativ? Das ist das, was viele ja interessiert. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Man muss am Fuß mit dem Patienten zusammen individuell entscheiden, den Fuß gut untersuchen, was für den jeweiligen Patienten sinnvoll ist. Wir kennen verschiedene Korrekturen. Das hier zu sehende laterale Release gehört immer dazu. Ich habe Ihnen vorhin die Sehnenfehlzüge gezeigt. Wenn man die nicht korrigiert, dann kriegt man auch den Großzeh nicht gescheit wieder ins Gelenk zurück. Wir können das Grundglied korrigieren am Zeh selbst, wenn der Zeh in sich schräg steht. Es gibt Korrekturen, die nur das Köpfchen oder den Schaft des Mittelfußknochens adressieren. Die Korrekturen sehr, sehr, sehr körpernah am ersten Mittelfußknochen führen wir nicht mehr so häufig durch, weil sich die Versteifung hier in diesem Gelenk zwischen dem Mittelfußknochen und der Fußwurzel sehr bewährt hat und einfach zu viel besseren Ergebnissen führt. Die häufigsten Korrekturen beim Hallux Valgus, die wir durchführen, sind zum Beispiel die Scarf-Osteotomie. Scarf-Osteotomie bedeutet, dass man den Mittelfußknochen Nummer 1 im Schaft korrigiert. Schematisch sieht es so aus, dass man zuerst, wie gesagt, das laterale Release durchführt, die Sehnen hier am Großzehengrundgelenk durchtrennt und dann am Mittelfußköpfchen wieder festnarben lässt und auch die Kapsel auf der Außenseite spaltet, dass einfach der Großzeh überhaupt rüber zu schieben ist. Nochmal kurz zur Erinnerung, die Anatomie hier, die Sehnen, die hier das Sesambeinchen, den runden Bobbel auf der Außenseite des Köpfchens vom ersten Mittelfußknochen zur Seite ziehen, die muss man versetzen und dann kann man die eigentliche Osteotomie durchführen. Der erste Mittelfußknochen wird Z-förmig durchtrennt und dann parallel verschoben. Das Gelenk kann noch in die korrekte Position geschwenkt werden, wenn das vonnöten ist. Das Ziel ist nachher, den ersten Mittelfußknochen wieder annähernd parallel zum zweiten zu stellen und das dann mit zwei kleinen Schrauben zu fixieren. Im OP sieht das dann so aus, dass wir hier die Z-förmige Durchtrennung haben, dann die Verschiebung und die Fixierung über die beiden Schrauben. Der Überstand wird dann noch weggenommen und so ist dann das operative Ergebnis. Der zweithäufigste Eingriff, den wir durchführen, insbesondere bei sehr instabilem Gelenk zwischen dem ersten Mittelfußknochen und der Fußwurzel, ist die sogenannte Lapidusarthrodese. Das ist eine Versteifung des Gelenkes. Da sollten Sie jetzt keine Angst bekommen, eine Versteifung heißt nicht immer Bewegungsverlust. Dieses Gelenk ist bei manchen Patienten mit Spreizfuß sehr überbeweglich und führt eher zu einer Instabilität. Wir haben in diesem Bereich 5 Gelenke, die in Reihe geschaltet sind.
am Zeh selber 2 und dann hier an der Fußwurzel nochmal 3. Und dieses TMT1-Gelenk, was wir hier adressieren, ist im Prinzip ein Verschiebegelenk, was Unebenheiten im Boden ausgleicht. Und wenn man das fixiert, dann wird der Fuß und die Fußwurzel wieder stabiler und man kann auch sehr schön den Mittelfußknochen derotieren. Schematisch sieht es so aus, dass das mit einer Schraube und einer Platte fixiert werden muss. Im OP-Bild haben wir dieses Ergebnis. Das ist das Gelenk hier über der Platte. Die Platte liegt unten an. Der Muskel legt sich dann wieder auf die Platte, sodass die beim Auftreten nicht zu spüren ist. Und die Zugschraube zieht im Prinzip dieses Gelenk nochmal zusammen. Im Röntgenbild sieht man das auch sehr schön, wie hier dann wieder der erste Mittelfußknochen und der zweite Mittelfußknochen schön parallel sind und die Platte unten anliegt. Patienten fragen gerne, wie ist denn die Mobilität danach, wenn ich versteift bin? Sie sind nicht versteift, sondern das Großzehengrundgelenk zeigt schon auch im OP diese Beweglichkeit nach unten und diese Beweglichkeit nach oben. Und das ist keinesfalls eine Versteifung. Kann man das kombinieren oder muss ich mehrfach zur OP kommen? Die Frage kriege ich auch häufig gestellt. Komplexe OPs kann man routinemäßig gleichzeitig durchführen. Hier zum Beispiel so ein komplexer Eingriff, Versteifung des Großzehengrundgelenkes, Versteifung des TMT1-Gelenkes, Korrektur der Krallenzehen und die minimalinvasive Verkürzung der Mittelfußknochen 2 und 3. Das ist schon was Größeres. Von der Nachbehandlung ist es für den Patienten aber ähnlich, als ob man nur den Großzeh korrigiert. Auch im seitlichen Bild sehen wir hier nochmal sehr viel Metall, aber das Ergebnis lässt sich dann sehen. Auch hier haben wir einen Fuß, wo man denkt, oje, oje, kriegen wir das jemals wieder gerade? Da muss man sagen, fast. Also diese Fehlstellung der zweiten und dritten Mittelfußknochen, die Abweichung zur Großzehe hin, ist relativ schwierig zu korrigieren. Aber insgesamt, wenn man es vergleicht mit den völlig abweichenden Gelenken vor der OP, steht das nach der OP doch wieder sehr schön. Was wir auch durchführen, routinemäßig schon seit mehreren Jahren, sind die minimalinvasiven Eingriffe in der Vorfußchirurgie, wo dann das postoperative Ergebnis hier noch im OP doch sehr schön ist mit kleinen Löchern im Fuß, aber innen drin großer Wirkung. Was wir hier zum Beispiel machen, ist die Durchtrennung und Verkürzung der Mittelfußköpfchen bei Mittelfußschmerz, bei Metatarsalgie. Wir gehen über einen kleinen Zugang an die Knochen, durchtrennen die schräg mit einer Fräse und haben dann im Endeffekt dieses Ergebnis hier. Überlänge sieht man auf dem ersten Bild vor der OP sehr schön, zweiter und dritter, vierter Mittelfußknochen. Danach die Durchtrennung, direkt nach der OP sieht das etwas wüst aus. Wir haben keine Schrauben, wir haben keine Drähte, wir haben gar kein Osteosynthesematerial. Das wird getaped und stabil gewickelt. Und nach einem Jahr sehen wir dann, wie das in einer schön korrigierten Position ausgeheilt ist. Hier haben wir zum Beispiel eine kombinierte Korrektur. Hallux valgus habe ich jetzt nicht minimalinvasiv korrigiert, sondern wie eben schon gezeigt mit dieser Scarf-Osteotomie. Sie sehen, aus dieser Fehlstellung wurde wieder eine korrekte Stellung der Großzehe und zusätzlich die Verkürzung der zweiten und dritten Mittelfußköpfchen, sodass auch da der Mittelfußschmerz adressiert wurde. Kommen wir zum Hallux rigidus. Wie gesagt, auch das ist ein häufiges Problem, warum Patienten unsere Sprechstunden aufsuchen. Man kann gelenkerhaltend operieren, zum Beispiel indem man einfach nur einen störenden Exostose, der Bobbel, der im Schuh entstanden ist und stört, abträgt, das Gelenk ein bisschen putzt und einfach mal durchspült, sodass die Patienten, die lediglich Druckschmerz im Schuh haben, deutlich gebessert nach Hause gehen. Also diese überstehenden Ecken an den Knochen, seitlich und oben, trägt man ab und dann ist die Schuhversorgung wieder problemlos möglich. Sollten leichte Beschwerden beim Bewegen auftreten, aber die Beweglichkeit noch gut erhalten sein, kann man auch über so eine Art Prothese diskutieren, einen Gelenkpuffer, eine Gelenkerweiterung, die sogenannte Cativa-Prothese. Sieht ein bisschen aus wie eine Kontaktlinse, das Material ist auch ähnlich, sehr gut untersucht mittlerweile und dieser Puffer wird
einfach ins Gelenk eingesetzt. Und hier sehen wir, dass die zerstörte Gelenkfläche da entfernt wurde und der Puffer stattdessen eingesetzt ist, sodass wir wieder etwas Platz im Gelenk haben. Im Röntgenbild sieht es dann so aus, vor der OP ist der Gelenkspalt sehr, sehr eng und mit diesem Puffer drin haben wir wieder etwas erweiterten Gelenkspalt und eine deutlich verbesserte Beweglichkeit. Osteotomien gibt es verschiedene Arten. Wir machen bei uns wenig Osteotomien extra für den Hallux rigidus, weil die Ergebnisse nicht besonders gut sind. Wenn wir Hallux valgus korrigieren und die Patienten gleichzeitig eine Gelenksteife im Großzehengrundgelenk haben, kann man natürlich über eine leichte Verkürzung die Beweglichkeit nochmal deutlich verbessern. Die häufigste und sinnvollste Operation bei einem schweren Hallux rigidus mit Bewegungseinschränkung, Bewegungsschmerz und eben diesen Anbauten rundherum ist immer noch die Gelenkversteifung. Und auch da bitte keine Angst bekommen. Die Beweglichkeit des Großzehengrundgelenkes wird auch da von den angrenzenden Gelenken sehr gut übernommen. Hier haben wir ein völlig zerstörtes Gelenk. Der Patient bewegt schon so gut wie nicht mehr. Das heißt, die anderen Gelenke wissen schon, dass sie die Beweglichkeit des Großzehengrundgelenkes übernehmen können, sodass wir hier mit der endgültigen Versteifung einfach nur den Schmerz aus dem Gelenk rausnehmen. Und wenn das dann zusammengeheilt ist und fest geworden ist, dann ist die Gehfähigkeit so wie zuvor auch. Die Nachbehandlung allgemein von Vorfußoperationen ist in der Regel eine Ruhigstellung für 5 bis 6 Wochen in einem Fußteilentlastungsschuh oder einem etwas höheren Schuh, je nachdem welcher Eingriff durchgeführt wurde. In der Regel sieht der Schuh so aus. Die Höhe des Schuhs entspricht in etwa der eines normalen Sportschuhs, sodass auch die Rückenschmerzen durch Humpeln oder Höhenunterschiede sehr gering gehalten werden. Mit diesem Schuh kann man ohne Gehstützen auf der Ferse voll belasten, sodass man nicht stark beeinträchtigt ist. Allerdings ist die Ruhe für den Fuß das Allerwichtigste. Der zweite Schuh für die etwas weiter hinten liegenden Eingriffe, Lapidusarthrodese oder Ähnliches, sieht so aus. Lässt auch eine Fersenbelastung ohne Gehstützen zu, ist allerdings etwas höher und erfordert auf der Gegenseite das Tragen eines Schuhs mit einem leichten Absatz. Außerdem sollte in der Nachbehandlung der Zeh noch eine Weile redressiert werden, also in die korrekte Position gezogen werden. Das kann man entweder über eine Orthese machen, so wie dieses hier zum Beispiel. Ich bin mittlerweile aber, wie gesagt, ein größerer Freund des Tapings. Bedeutet, dass man mit einem Kinesiotape, mit einem elastischen Tape, wie dieses hier zum Beispiel, die Großzehe und gegebenenfalls auch andere Zehen in die Korrekturposition zieht. Von der Seite von oben gezeigt sieht das so aus. Das Wichtigste für den Fuß nach der Operation ist die Hochlagerung. Wenn der Fuß stark geschwollen ist, empfehlen wir auch eine Lymphdrainage durchführen zu lassen und wenn es angenehm ist, den Fuß auch zu kühlen. Die Patienten dürfen selbstständig nach der Operation zügig den Zeh oder die operierten Zehen mobilisieren. Bei versteiften Zehen verbietet sich das natürlich, das erklärt sich von selbst. Wir zeigen das natürlich am Tag nach der Operation oder auch noch am OP-Tag bei ambulanten Operationen gerne. Nach 6 Wochen kommen die Patienten zu uns in die Kontrolle. Wir machen ein Röntgenbild, schauen uns den Fuß an und in der Regel kann dann wieder ein normaler, breiter, weiter, stabiler Konfektionsschuh getragen werden. Die Füße dürfen noch nicht überlastet werden. Nach minimalinvasiven Eingriffen sollte der Fuß kompressiv gewickelt und gegebenenfalls auch getaped werden. Auch das zeigen wir selbstverständlich nach solchen Operationen dem Patienten. Eine Frage, die häufig gestellt wird, ist, kann ich die Operation beidseits machen lassen bei einem solchen Bild? Ich empfehle das prinzipiell nicht. Auf ausdrücklichen Wunsch der Patienten geht sowas natürlich, machen wir auch, mit einem etwas erhöhten Risiko einer Wundheilungsstörung, Thrombose und mit einem etwas verlängerten Eingriff und einer etwas verlängerten Nachbehandlung. Zusammengefasst heißt es, man kann Fußfehlstellungen konservativ und operativ therapieren, konservativ immer zuerst. Und nur wenn das nicht zu einer Besserung und zu ausreichender Lebensqualität führt, reden wir über was Operatives. Die OP ist, wie gesagt, meist eine individuelle Entscheidung, die auch der Patient trifft, nicht der Arzt, je nachdem, ob die Lebensqualität beeinträchtigt ist oder nicht. Und wichtig ist, dass alle zusammenarbeiten,
Und wenn irgendwas nicht passt, wenn dem Hausarzt irgendetwas Sorgen macht oder der Patient sich Sorgen macht, dass frühzeitig auch der Operateur wieder aufgesucht wird, damit es nicht zu solchen Problemen kommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bei Wunsch eines individuellen Gespräches stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung, gerne in meiner Fußsprechstunde donnerstags oder auch bei den Kollegen. Vielen Dank.